vielen Dank. Vielen Dank auch an das Podium, hier noch dann die halbe Stunde vor dem Mittagessen noch gemeinsam inhaltlich zu diskutieren. Und Herr Kober, ich würde gerne mit Ihnen anfangen, weil Sie haben uns ja den Filmbeitrag sozusagen hier beschert und haben gesagt, die St. Paulus-Schule, die müsst ihr euch mal anschauen. Was ist besonders an dieser Schule? Ja, ich finde, diese Schule zeigt, übrigens hier sitzt die Schulleiterin, Frau Prüfer, und die Konrektorin, Frau Utz, die zeigt, dass, Sie haben das gesagt, das System ist total angespannt, aber es gibt Schulen, die unter diesen ganz schwierigen Bedingungen eine gute Arbeit machen. Und das kommt in dem Film natürlich eigentlich nur so zum Ausdruck, dass es eine Schulleiterin ist, die sagt unter heutigen Bedingungen, ich bin froh, Schulleiterin zu sein. Das ist ja der Hammer. Ja, und die Kinder, die man da sieht, okay, die sind meistens fröhlich, ne, unter irgendwelchen Bedingungen von Schule, weil sie einfach gerne zusammen sind, das hat man bei Corona auch gesehen. Aber warum das so ist, man sieht sehr schön an dieser Schule, was da passiert, und das sind viele Motive, die Sie auch angesprochen haben. Also es gibt eine wertschätzende Kommunikation aller Mitarbeiterinnen. Ich war erstaunt, Agnes, als du mir gestern Abend noch sagtest in der Vorbereitung, du duzt alle. Ja, das ist ja das Unding, dass man hier so eine Kultur der Fraternisierung, aber das funktioniert, Wertschätzung, Kommunikation. Und die duzen auch die Schulleiterin, das ist eine. Das zweite ist dieser ganz wichtige Punkt, dass sich diese Schule Unterstützung holt. Was Sie angesprochen haben, Frau Prien, es müssen gute Lehrer sein, völlig klar, aber es ist nicht, das reicht nicht, wenn man vom Kind her denkt. Diese Schule macht auch, was sie eigentlich gar nicht machen darf, die holt Lerntherapeuten und Ergotherapeuten in den Vormittagsunterricht, um zu gewährleisten, dass die Kinder wirklich diese Unterstützung bekommen. Wenn man das überlässt im Nachmittag, dann machen das viele Eltern nicht, können das gar nicht machen, kümmern sich nicht drum. Es sind so viele kleine Elemente, ich könnte jetzt lange reden, ich möchte nur auf eine kleine Sache noch hinweisen. Es kommt auch so ein bisschen auf die Kreativität an, der Menschen, die da arbeiten. Haben Sie gesehen in dem Film, da gab es einen Hund. Ja, das ist der Schulhund. Ja. Es gibt so kleine, wunderbare Elemente, die eine große Wirkung haben. Schulhunde, ihr seid nicht die einzige Schule, die das macht, ich habe es auch schon in anderen Schulen erlebt, die führen dazu, wenn man die mitnimmt in den Unterricht, da gibt es eine ganz andere Unterrichtsatmosphäre. Weil wenn diese Hunde sind trainiert, die fangen an zu jaulen, wenn es laut wird. Ja. Das ist der absolute Hammer. Ja, das kann der Lehrer, die Lehrerin, die schreit sich sonst die Kehle aus dem Hals. Nein, dieser Hund wirkt Wunder. Und ich könnte jetzt ganz viele kleine solche Anekdoten erzählen, die in dieser Schule, in anderen Schulen ist. Ich muss Ihnen aber natürlich auch sagen, nee, aber das ist wahrscheinlich die nächste Runde. Natürlich müssen wir auch über systemische Veränderungen reden. Mich freut sehr, dass Sie in Kanada waren. Die Bertelsmann-Stiftung treibt sich auch immer in Kanada rum, wenn sie nach guter Schule sucht. Das wollte ich gerade fragen. Wie finden Sie diese Schulen als Bertelsmann-Stiftung? Wie begleiten Sie diese? Und wie sorgen Sie dafür, dass andere Schulen von diesem Wissen, was Sie dort erarbeiten, profitieren können? Reden wir jetzt von der Bertelsmann-Stiftung Gütersloh, die das alles machen soll? Nicht alles, aber Sie haben ja offenbar schon ganz viel Wissen. Nein, also wir sind natürlich ein kleiner Akteur. Ne? Wir sind nicht immer so groß wie ein mittleres Bildungsministerium. Wir versuchen, die Schulministerien zu nerven, das weiß Frau Prien. Wir waren auch mal bei Ihnen und haben Sie da auch so ein bisschen auf Lehrermangel hingewiesen und so. Da waren Sie auch nicht so ganz so entzückt. Also Impulse geben, aber auch zeigen, was funktioniert. Man muss auch nicht nach Kanada gehen. Man muss ja sagen, Kanada hat eine ganz andere Migrationsbevölkerung. Das ist, ne, also da funktionieren Dinge auch, die bei uns nicht funktionieren, weil unsere Migrantinnen haben ein anderes Profil. Wir haben viel stärker Migranten, die sozusagen aus Armutsverhältnissen kommen etc. Das ist eine andere Herausforderung für unsere Schulen. Trotzdem kann man da viel lernen. Aber ich finde, es gibt auch sehr viele Schulen in Deutschland, die wunderbare Arbeit machen. Da muss man auch hingucken. Wir wissen, der Stadtstaat Hamburg, hier lebendige Stiftung ist irgendwie Hamburg, ne? Hamburg hat in den letzten Jahren unglaublich einen Push gemacht. Das war eigentlich ein sehr schwieriges Schulsystem. Die haben über differenzielle Ressourcensteuerung, wie das so schön heißt, also dieser Sozialindex, sehr früh schon mehr Ressourcen in schwierige Schulen gegeben. Die haben konsequent auf Unterrichtsentwicklung gesetzt. Also da kann man nach Hamburg gucken, was auch gut funktioniert. Die haben auch diese kohärente Strategie, weil Thies Rabe ist, glaube ich, der einzige Kultusminister, der irgendwie gefühlt seit Ewigkeiten Kultusminister ist. Ne? Jetzt ist er nicht mehr, aber der hatte wirklich die Zeit, wie viele Jahre? 20 Jahre eine Strategie? 12. 12. Es fühlte sich an wie 20. 20 Jahre so eine Strategie zu entwickeln. Und das braucht auch Zeit. Also wenn wir wirklich was ändern wollen, müssen wir Geduld haben und ganz viel Zeit und die Leute mitnehmen. Und wir dürfen die Schulen nicht alleine lassen. Ich kann Sie nur ermutigen, hier auch in diesem Publikum. Es ist so wichtig, dass Schulen verstärkt werden durch Mentoren, durch Lesepatinnen, durch wen auch immer. Gehen Sie in die Schulen und unterstützen Sie die. Weil das haben Sie gesagt, dass Bildung gelingt, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Schulen alleine können das nicht machen. Vielen Dank. Nun ist ja die St.
Die St. Paulus-Schule, eine private Schule, eine katholische Schule. Haben nach Ihren Beobachtungen private Schulen andere Voraussetzungen, weil sie vielleicht auch mal Wege gehen können, die staatliche Schulen nicht gehen können? Oder wir hatten ja vorher Diskussionen zum Thema Mischung, weil sie vielleicht eine andere Mischung auch der Schülerschaft hinbekommen als eine staatliche Schule, die einfach alle aus der Umgebung aufnehmen muss. Darf ich noch mal was sagen? Super. Also der Mythos ist ja, dass Privatschulen irgendwie nur die schönen, reichen und glücklichen anziehen. Nicht der Insel der Glückseligen, das haben wir ja gehört. Ja, genau. Das ist so nicht. Die Privatschulen in Deutschland, das sind ja keine ökonomischen Powerhäuser, sondern die arbeiten unter erschwerten Bedingungen. Die kriegen ja teilweise ihre Lehrergehälter nur prozentual zurückerstattet, nicht vollständig. Aber was diese Schulen können, und ich sage ein schönes Beispiel aus der Corona-Krise, hat mir Frau Prüfer auch erzählt. In Berlin war es ja so, dass also beim Höhepunkt der Corona-Krise, da musste man aufteilen, dass immer nur die Hälfte der Klasse konnte kommen, wegen der Räumlichkeit, wegen der Abstände. Die haben das Glück, dass das Dominikanerkloster neben der Schule ist, ja, und da sind viele leerstehende Räume. Sie wissen, nicht viele Menschen werden mehr Mönche und Nonnen und so weiter. Und was haben die gemacht? Die haben diese Räume genutzt, um wirklich in dieser schwierigen Zeit allen Kindern das zu ermöglichen, weil sie einfach diese Abstände einführen können. Das ist ein schönes Beispiel zu sagen, ich glaube, private Schulen, gerade so aus dem konfessionellen Bereich, aber auch andere Waldorfschulen gehören ja auch dazu, denen gelingt es nochmal mehr, diese wichtigen außerschulischen Akteure und Institutionen in Schule reinzuholen, zu mobilisieren, weil das braucht die Schule. Und deshalb, wer hat das gesagt heute früh? Herr Bundespräsident Wulff hat gesagt, dieses Kooperationsmodell in Deutschland zwischen Staat und Religionsgemeinschaft. Ich finde das übrigens auch wichtig im Blick auf die muslimischen Gemeinden. Es gibt viele muslimische Gemeinden, die machen Hausaufgabenhilfe in ihren Gemeinden. Da passiert eben auch viel an Unterstützung. Hier jüdische Gemeinde, die das hier tragen, diesen Campus, ist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür. Ich glaube, dass diese Schulen nicht deshalb besser sind, aber sie schaffen es, mehr Ressourcen zu mobilisieren, die wichtig sind. Ich würde gerne noch mal bei dem Thema Heterogenität bleiben. Frau Ministerin, Sie haben ja das Hamburger Randgebiet, Großstädte, Dithmarschen, sehr unterschiedliche Herausforderungen. Wo gelingt Integration besser? Dort, wo die Ressourcen eigentlich da sind, die staatlichen Ressourcen, nämlich wahrscheinlich eher in Kiel und in den Großstädten, oder eher dort, wo wir vielleicht eine andere Heterogenität auch in den Schulen haben, wo wir vielleicht noch andere Unterstützung aus der Gesellschaft haben? Sehen Sie da Unterschiede? Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass das Ehrenamt und funktionierende zivilgesellschaftliche Strukturen durchaus auf dem Land zu finden sind. Und ich würde auch sagen, dass wir in Schleswig-Holstein, dadurch, dass wir auch Konversionsflächen ja auch zur Flüchtlingsunterbringung genutzt haben. Also man kann auch gar nicht so sagen, dass Menschen dann nur in den großen Städten sind, sondern wir haben durchaus zum Beispiel auch unsere Perspektivschulen im ganzen Land verteilt. Also es ist, natürlich gibt es eine Konzentration in den großen Städten, also in Kiel, in Flensburg, in Lübeck und Neumünster, aber auch kleinere Städte wie Itzehoe oder Elmshorn haben durchaus erhebliche Ausländeranteile sagen wir mal so, eine intakte Zivilgesellschaft ist ausgesprochen wichtig und hilfreich, um Integration zum Gelingen zu bringen. Und wir haben das bei uns auf dem Land doch in erheblichem Umfang. Und auch die ländlichen Räume, deshalb machen wir zum Beispiel auch viel Kulturförderung. Ich bin ja Kulturministerin, wir machen viel Kulturförderung im ländlichen Raum, weil wir eben tatsächlich glauben, dass die Integrationskraft des ländlichen Raums groß ist. Aber wir haben es ja vorhin schon gehört, am Ende gehen die Leute natürlich auch dahin, wo die Arbeitsplätze sind. Also deshalb muss man kann auch niemanden zwingen, dann im ländlichen Raum zu bleiben. Und wenn man sich jetzt bei uns so anschaut, wo gehen die Geflüchteten, zum Beispiel aus der Ukraine, die ja völlig frei waren in der Frage, wo gehen sie hin? Ja, natürlich sind die im Kreis Pinneberg, direkt in der Nachbarschaft zu Hamburg. Sie sind in Kiel, sie sind in Lübeck. Insofern haben die Städte nach wie vor da schon eine besonders große Aufgabe zu erledigen. Ich will aber, wenn Sie erlauben, eins sagen. Ich bin ganz großer Fan von Schulen in freier Trägerschaft, weil es ja mit denen gelingt, sich sozusagen mit dem öffentlichen System zu befruchten. So soll es ja auch sein. Alles super. Aber ich kann Ihnen auch sagen, wir haben auch aus der Erfahrung der Corona-Pandemie, wo es
tolle öffentliche Schulen gab und auch tolle Schulen in freier Trägerschaft, die extrem kreativ war, haben wir in Schleswig-Holstein jetzt eine Experimentierklausel eingeführt, wo wir gesagt haben, öffentliche Schulen können im Prinzip alles ausprobieren, solange sie die Ziele, die wir ihnen vorgeben, erreichen. Und interessant war aber, dass bei den 250 Vorschlägen, die jetzt eingereicht wurden, also 150 Schulen rund haben sich beteiligt von 250 Vorschläge, fast alles, was die Schulen machen wollen, war längst möglich. Also wir haben, glaube ich, nur 4 oder 5 Fälle, wo wir jetzt mal einen Schulversuch machen müssen oder vielleicht sogar an die eine oder andere Rechtsvorschrift. Aber das ist interessant. Also wenn man sozusagen im öffentlichen Bereich den Eindruck erweckt, jetzt ist aber alles möglich, dann werden plötzlich Wege gegangen, die eigentlich aber vorher schon längst möglich gewesen wären. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis. Also auch ein Paradigmenwechsel wie bei den Perspektivschulen. Wie haben Sie dort, jetzt, ich meine, wir brauchen normalerweise in der Bildungspolitik lange, bis Dinge wirklich wirken. Sie haben 2019 damit begonnen. Aber was kann man schon erkennen? Gibt es da diesen Perspektivwechsel, den Paradigmenwechsel? Wie hat man den hinbekommen? Und kann man schon erste Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung dort rausnehmen? Ja, ich habe in meinem Referat ein paar Dinge genannt. Also klar war, ohne eine starke Unterstützung bei der Schulentwicklung, das ist ja übrigens auch die Erfahrung hier aus dem Rütli-Campus und auch der übrigens der, ist auch die Forschungslage, ohne die geht es nicht. Also einfach nur mehr Geld, nur mehr Ressource können Sie machen, können Sie aber auch genauso gut lassen, es ist Geld verbrennen. Sie müssen erstmal bei den Schulleitungen ansetzen, das haben wir gemacht, übrigens auch in Zusammenarbeit mit einer Stiftung, leider nicht mit der Bertelsmann-Stiftung, mit einer anderen Stiftung, die uns die Wübben-Stiftung, die uns da bei der, mit einer Schulleiterakademie unterstützt hat, die extrem erfolgreich ist, die auch jetzt Blaupause ist für das, was im Staatschancenprogramm passieren muss. Übrigens auch bei den Schulaufsichten, auch bei der Fortbildung, Aus- und Fortbildung der Schulaufsichten muss man ansetzen, auch einen Paradigmenwechsel, den aber auch, das muss ich auch sagen, auch andere Bundesländer werden diesen Weg jetzt gehen. Also Schulentwicklung, Unterstützung durch die Schulaufsicht, Schulentwicklungsberatung und den Schulen überlassen, was sie wirklich brauchen. Denn Sie haben eben gesagt, die machen was, was gar nicht erlaubt ist, Logopäden oder Ergotherapeuten, das dürfen unsere Perspektivschulen selbstverständlich und die haben mit ihrem Personalbudget, die müssen nicht Lehrer einstellen. Wenn die sagen, Logopäde ist besser als eine Lehrkraft an der Grundschule, ja, dann machen die das. Und das sind, glaube ich, die Punkte. Man muss der einzelnen Schule in ihrer konkreten Lage überlassen, was sie wirklich braucht, um eben das Kind in den Mittelpunkt stellen zu können. Sie haben vorhin... Sie haben auf die Bedeutung der Sprache hingewiesen und wir haben ja in Hamburg die frühkindliche Sprachförderung, Gesamtsprachstandserhebung eingeführt. Kai Wegner sprach vorhin darüber. Was macht Schleswig-Holstein dort? Wir haben bisher tatsächlich eine Sprachuntersuchung, die erst ein halbes Jahr vorher stattfindet, auch mit einer verbindlichen Sprachförderung, die dann folgt, wenn es den entsprechenden Sprachförderbedarf gibt. Das ist zu wenig und deshalb werden wir jetzt beginnen mit den Kitas rund um die Perspektivschulen herum, sozusagen als ein erster Schritt in du erinnerst dich, Robert, dass auch in Hamburg das ja nicht von heute auf morgen eingeführt wurde. Das hat ungefähr 20 Jahre gedauert. Hessen übrigens macht es auch seit 20 Jahren mit den Vorläuferklassen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, das eben erstmal dort, wo es am nötigsten ist, das ist auch wieder Ungleiches, ungleich behandeln, um dann von da aus dann ausrollen zu können. Wir beginnen damit jetzt mindestens ein Jahr vorher und in einer früheren Sprachstandsdiagnostik und wollen uns dann so langsam vorarbeiten, dann in die Fläche. Herr Jebers, welche Sprache wurde denn bei Ihnen zu Hause als Kind gesprochen? Türkisch. Türkisch und noch nicht mal ein gutes Türkisch. Und es gab sicherlich ja keine Sprachstandserhebung, keine Sprachförderung. Wo haben Sie Deutsch gelernt? In der Kita, in der Schule, beim Sport, auf der Straße? Ich glaube, so ein Mix. Fernsehen, muss ich sagen, war die Sesamstraße war so. Und später, das ist absurd, ich habe irgendwie als 10-Jähriger dann für meinen Vater den Weltspiegel übersetzt. War natürlich ein bisschen auch schwierig, weil dann die Themen, heute sage ich Wahnsinn, ne? darf man wahrscheinlich gar nicht erzählen. Aber dann aber auch Sport. Ich habe Fußball gespielt und wir waren so eine klassische Gastarbeiterfamilie oder sind eine klassische Gastarbeiterfamilie.
Und unser Viertel war, ich sag mal so, italienisch, jugoslawisch, diese klassische Geschichte. Und den, in Anführungszeichen, ich habe das Wort Biodeutsch nochmal gehört, den Biodeutschen sind wir beim Fußball begegnet. Aber wir sind uns dann näher gekommen. Wir konnten miteinander Fußball spielen. Wir haben uns dann auch nach dem Sport getroffen. Also es gab auch eine Durchmischung. Und darüber habe ich dann irgendwie Deutsch gelernt. Ja, bis ich immer mal festgestellt habe, dass ich ja nicht wirklich Deutsch spreche. Ich habe ja so einen Ruhrpott-Akzent. Ich habe ja so lange gebraucht, um diese Sprache zu sprechen, mit der, die das, und so habe ich nie verstanden. Und dann dachte ich, ich kann Deutsch, bis mir bei einem Vortrag in Hamburg übrigens eine ältere Dame gesagt hat, ein toller Ruhrgebietsakzent. Und da war ich erstmal beleidigt, weil ich dachte, ich spreche Hochdeutsch, aber jetzt bin ich stolz darauf, dass ich ordentlich Ruhrpottdeutsch spreche. Wir haben ja auf Ihrem Bildungsweg die Erfahrung gemacht, die viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund machen, dass man sehr auf die Schwächen guckt und die Schwächen diagnostiziert und die Stärken nicht sieht. Was hat das mit Ihnen gemacht und wer hat dann die Stärken herausgefunden? Also man muss sich mal vorstellen, ich bin in einem Dorf geboren, im Osten Anatoliens, da sind die Leute nach einer Blinddarmentzündung gestorben. Das ist eine ganz andere Welt. Und deswegen war Deutschland für uns die Chance, also unser Traum. Und das wurde uns auch zu Hause immer auch so eingetrichtert. Meine Eltern, beide Grundschulabsolventen, also können gerade mal so lesen und schreiben, aber Bildung war sozusagen für sie der Schlüssel. Und ich war also nicht sonderlich gut in den Anfangsjahren, aber dann habe ich mich gesteigert und habe eine gymnasiale Empfehlung bekommen, 1986. Und da war ich mit einem anderen Arbeiterjungen, so will ich es mal sagen, waren wir in der Minderheit. Er war Biodeutscher, ich Migrant, aber wir waren beide irgendwie fehl am Platz da. Ich habe mich dementsprechend benommen. Ja, aber es war eine Form von Ausgrenzung, die ich gespürt habe und habe mich dementsprechend benommen. Ich war aber leistungstechnisch gar nicht so schlecht. Was dann passiert ist, ich wurde direkt abgeschult, also vom Gymnasium, nach der 7. Klasse Gymnasium, direkt auf eine Hauptschule. Also heute wäre das, also bei meiner Tochter wäre das, glaube ich, nicht möglich. Ich würde mich wehren. Aber mein Vater hat schon gesagt, ja, willst du mir jetzt erzählen, dass der deutsche Beamte weniger weiß als du? So hat er es so hingenommen. Und für mich war das damals schon mega unfair. Also erstmal, dass ich die Klasse nicht wiederholen darf. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hätte. Da hätte es noch eine Realschule dazwischen gegeben, eine Gesamtschule und so weiter. Aber ich habe Glück gehabt, dass einzelne Menschen mir die Türen geöffnet haben. Also es war einfach Zufall, dass ich durchgekommen bin. Zufall, dass mein Deutschlehrer mir erklärt hat, wie toll Goethe ist oder Schiller ist. Er hat das einfach neben seinem Job gemacht. Also der hat diese Verantwortung, diese Funktion verlassen und war Mentor. Oder dass mein Schulleiter in der Hauptschule, Herr Pieper, ich dachte mal, der ist Bundeswehroffizier, weil er so stramm war, alle hatten Angst vor ihm. Und der hat meinen Vater einbestellt sozusagen. Und normalerweise war es so, dass ich Mist gebaut habe. Und mein Vater wusste schon, er hat wieder Mist gebaut und so weiter. Und ich war ja auch immer der Dolmetscher. Ich musste auch für meinen Vater dolmetschen. Da hat der Herr Pieper gesagt, du bleibst draußen. Und ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber er hat mit meinem Vater gesprochen. Man muss dazu sagen, als ich abgeschult wurde, war ich für meinen Vater durch. So, der kann nichts, bleibt weg. Weil Gymnasium ist so für uns der absolute Traum gewesen. Und Hauptschule war so No-Go damals. Und der Schulleiter hat mit meinem Vater gesprochen, keine Ahnung in welcher Sprache. Mein Vater kam raus und meinte, du bist ja gar nicht so dämlich, wie ich dachte. Also das klingt witzig, ne? Aber das, für mich war das schon so, also, da hat sich alles verändert. Und meine Geschwister, die jünger sind als ich, die habe ich mitgezogen dann. Weil es war ein emotionaler Impuls, zu sagen, der kann was, der könnte sogar Abitur machen. Das war für mich, ich habe mir selber nicht mehr an mich geglaubt. Ja, und dieser Antrieb hat mich so ein Stück weit vorangetrieben. Und deswegen, als ich als Talentscout gearbeitet habe, war es für mich total wichtig, diese emotionale Information zu geben, Hoffnung zu machen. Egal wie schwierig das System ist, es ist dennoch ein gutes System im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern. Wir sagen ja, Kanada super, es gibt aber auch ganz viele Länder, wo es total schlecht läuft. Und deswegen, Hoffnung ist mega wichtig und man muss die jungen Menschen überzeugen von einer besseren Zukunft.
von ihren Talenten. Ich sitze manchmal oder stehe manchmal vor Hunderten von Jugendlichen und frage, wer hat von euch Talent? Zeigt keiner auf oder keine. Aber Talent ist herkunftsfrei. Jeder Mensch hat Talent. Jeder Mensch. Und es gibt keinen, es gibt einen Satz noch, es gibt keinen Wissenschaftler, der das widerlegen könnte. Aber trotzdem haben wir nicht das Selbstbewusstsein zu sagen, ich habe Talent, ich will was. Und genau diese Information versuchen wir auch in die Schulen zu tragen. Oder ich nicht mehr, aber ich habe es gerne gemacht. Und wir haben ja gesehen, was aus Kindern, die in Gelsenkirchen-Ückendorf aufgewachsen sind, in sogenannten sozialen Brennpunkten, wenn man die mit Supportsystemen sozusagen vernetzt hat und emotional informiert hat, was aus denen geworden ist. Das passt zu dem, was Herr Christian Wolf vorhin auch erzählt hat. Sind ja nun zuständig für die kommunalen Integrationszentren in Nordrhein-Westfalen. Über 50 gibt es nur dort. Inwieweit können Sie diese Erfahrung da sozusagen einbringen, damit eben nicht nur einer hilft, sondern damit eben ein Netzwerk wirklich entsteht, wo genau diese Erfahrungen auch entsprechend produktiv genutzt werden? Also ich bin nicht für die kommunalen Integrationszentren zuständig, sondern für das kommunale Integrationsmanagement, was drauf aufsetzt. Es sind 54, das sind diese Gebietskörperschaften in NRW. Eigentlich hat es nicht direkt damit zu tun, weil derzeit ist meine Aufgabe eher Verwaltungsoptimierung, Zusammenarbeit mit Ausländerbehörden, mit anderen Behörden und so weiter. Also diese Bildungsaufgabe habe ich in dem Sinne nicht direkt, aber das Thema potenzialorientiert auf Menschen zu schauen, egal ob sie jetzt gerade angekommen sind oder seit 300 Jahren in Deutschland leben, zu sagen, ja, ihr könnt was und wir brauchen euch. Diese Perspektive ist auch für diese Strukturen wichtig. Wir versuchen jetzt mit diesem kommunalen Integrationsmanagement auch in ganz enger Zusammenarbeit natürlich mit den Kommunen, wollen wir das Thema Arbeitsmarktintegration, das Thema Fachkräftesicherung da auch vorantreiben, wo es darum geht, viel mehr junge Menschen auch in Ausbildung zu bringen, zu mobilisieren. Und dafür haben wir Strukturen aufgebaut, die, ich würde sagen, einzigartig in Deutschland sind. Also wir haben wirklich immense Geldmittel investiert in diese Strukturen, weil wir glauben, dass Integration, jetzt sage ich das mal so ökonomisch, ein Business Case ist. Also idealerweise wird der Kämmerer oder die Kämmererin da sitzen und sagen, oh, es lohnt sich für uns, weil die Transferleistungen weniger werden. Und noch schöner wäre es, wenn noch ein Manager dann oder Managerin dabei sitzt und sagt, so, jetzt habe ich meine Fachkraft. Das ist sozusagen die Idealvorstellung. Das passt genau rüber, weil die Frage, dass wir auf Schwächen schauen und nicht auf Stärken. Machen wir, Herr Kober, das auch bei der Erwerbsmigration, bei den Flüchtlingen? Ich weiß nicht, vielleicht ist der Fachkräfteeinwanderungsgesetz schon ein bisschen besser geworden, aber wir erkennen Qualifikationen nicht an, wir lassen die Menschen nicht arbeiten. Haben wir auch da diese schwächenorientierte Sichtweise? Also Erwerbsmigrationsrecht ist sehr kompliziert. Wir haben jetzt eine Reform eines Gesetzes, was wir erst 2020 verabschiedet haben. Und das Interessante ist, diese Reform, die bricht mit ganz vielen bisherigen Dogmen. Und wir hatten das Dogma der Gleichwertigkeit von Berufsabschlüssen in Deutschland. Und das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil man musste dann in die Ausbildungen der jeweiligen Länder hineinkrabbeln und dann sah man immer, das ist nicht gleichwertig mit Deutschland. Das hat man mittlerweile sogar in diesen neuen Regelungen tatsächlich gecancelt. Ja, also heute können Menschen kommen, wenn sie eine Art Ausbildung, eine Art Studium haben von 2 Jahren und gewisse Berufserfahrung, dann können die nach Deutschland kommen. Da haben die nicht mehr das Problem der Anerkennung. Also ich glaube, das Land hat gemerkt, dass wir bestimmte Dinge, wenn wir die noch dran machen als Hürden, das geht nach hinten los. Das fing ja an mit hohen Gehaltssummen, die Menschen mitbringen mussten, wenn sie hier dann arbeiten wollen. Und mittlerweile hat Deutschland das liberalste Erwerbsmigrationsrecht der Welt. Das hat sich noch nicht wirklich rumgesprochen, muss man sagen. Und vor allen Dingen hat es sich nicht sehr rumgesprochen in den Ausländerbehörden. Weil es ist mittlerweile so kompliziert geworden, dass die das gar nicht mehr managen können. Und wenn man dann sagt, also jemand, der nach Deutschland kommen will, zum Beispiel aus Nigeria, der wartet ein Jahr auf einen Termin in der Botschaft in Abuja und sowas. Also solche Dinge, das ruckelt sich noch. Aber wir haben einen Rechtsrahmen und da finde ich, hat das Land auch gelernt, dass man immer weitergegangen ist und mittlerweile gibt es eigentlich viele Hürden gar nicht mehr. Wir müssen das jetzt noch in der Verwaltung umsetzen. Wir haben ja nicht nur Menschen in der Botschaft, sondern wir haben Menschen hier bei uns. Und vorhin Christian Wolf hat schon angesprochen,
23% der ukrainischen Kriegsflüchtlinge arbeiten in Deutschland, in Polen, in Tschechien sind es deutlich mehr, in Niederlanden glaube ich auch. Woran liegt das? Ich bin im Landesintegrationsrat von NRW, da hatten wir tatsächlich auch die letzte Sitzung diesem Thema gewidmet und die stolzen Vertreter des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums in NRW sagen dann, sind übrigens 30%, glaube ich. Wir haben 30% jetzt. Und dann kamen aber Stimmen sozusagen aus dem Bayern und sagten, in Dänemark sind es 80%. Sind nämlich 80%. Und den Grund hat Herr Wulff ja auch gesagt. Also Deutschland setzt auf ein konsekutives Modell. Zuerst Sprache lernen, was schwierig ist. Also es ist wirklich kompliziert. Wir begleiten Flüchtlingsfamilien, wo man sieht, es ist sehr kompliziert, in Deutschland auf dieses B1 zu kommen. Ne? Und das ist auch ein seltsamer, also die Didaktik ist nicht wirklich zielführend. Ne? Die lernen dann da, also Unterrichtseinheiten, wo mache ich meinen schönsten Urlaub hin? Das sind Menschen, die sind aus Flüchtlingslagern, die haben noch nie einen Urlaub gemacht. Also das ist irgendwie ganz, das passt nicht richtig. Ne? Während die anderen Länder machen das nicht konsekutiv, sondern die machen das integrativ. Die docken die Sprachvermittlung an die Arbeit. Und damit ist das ein ganz anderes System. Das heißt, man kommt sofort in Arbeit und man kommt die Unterstützung, die sprachliche, bekommt man dann parallel. Hat das der Bundespräsident nicht gesagt? Also das deutsche System ist momentan eins mit guten Absichten, weil man möchte die Leute sprachlich qualifizieren, dass sie nicht nur Hilfsarbeitertätigkeiten machen. Aber die Konsequenz ist negativ. Man könnte auch sagen, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das ist ja oft so in Deutschland. Genau, ich weiß, es gibt kontroverse Debatten darüber, ob es richtig war, die Ukrainer unmittelbar in das SGB-II-Prinzip hineinzunehmen. Aber das Argument war ja, dann haben wir sie direkt am Jobcenter und dann können wir sie schneller in Arbeit integrieren. Das war ja war eine der Logiken, die dahinter steckt. Dann hat man aber gleichzeitig gesagt, naja, erstmal Integrationskurs, dann nochmal berufsspezifischer Sprachkurs und dann reden wir mal über Arbeit. Inzwischen ist das ja übrigens anders. Wir haben ja jetzt den Jobturbo seit einigen Monaten. Jetzt ist die Anweisung der BA ja zu sagen, nee, wenn es irgendwie geht, gehen die Leute schneller in Arbeit. Ich bin ja auch für die Berufsschulen und solche Dinge zuständig. Ich spreche auch mit unserem Leiter der BA darüber. Da sagte er, jetzt muss ich meinen Leuten Kram machen. Jetzt haben wir ihnen erstmal gesagt, erstmal Sprache und dann machen wir gar keinen Druck und lass die Leute ankommen und so weiter. Und dann irgendwann Arbeit. Jetzt muss ich Ihnen sagen, ne, Politik hat sozusagen Paradigmenwechsel verordnet. Jetzt muss ich Ihnen sagen, also alle sollen möglichst schnell in Arbeit. Also so, und er sagt zum Beispiel, weil du ja gefragt hast, wie erreicht man das? Naja, wenn ich jemand alle vier Wochen anrufe als zuständiger Sachbearbeiter und sage, na, wie sieht's aus? Hast du denn inzwischen, wo hast du dich denn überall beworben? Also und klappt das denn jetzt? Was kann ich noch tun, um dich zu unterstützen? Es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen der Intensität der Betreuung und dem Erfolg im Ankommen im Arbeitsmarkt. Also man kann das, und zwar, da braucht man nicht mal Gesetze ändern, sondern da muss man die Verwaltungspraxis ändern. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Und da brauchen wir in den Köpfen in Deutschland eine Veränderung des Mindsets, wobei das mit der Validierung nonformaler Qualifikationen, das ist ja sozusagen das, worüber Sie eben gesprochen haben, da werden wir mit dem Handwerk und den Handelskammern und so weiter noch im Rahmen der Bundesratsberatung. Das ist noch ein hartes Stück Arbeit, denn da gibt es auch viel Widerstand in Deutschland und man muss natürlich auch aufpassen, dass wir die duale Ausbildung nicht kaputt machen. Denn wenn wir das zu sehr erleichtern, dann fragt sich natürlich jeder auch bei den Stundenlöhnen, die wir heute haben, außerhalb von formalen Qualifikationen, warum soll ich denn das eigentlich noch machen? Wo wir gerade bei der Berufsausbildung sind, Herr Kober, noch eine Frage. Wir haben gerade Zahlen bekommen, 3 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 ohne Berufsausbildung in Deutschland. Parallel Fachkräftemangel, aber ganz bewusst kein Mangel in den Bereichen, sagt auch Ihr Fachkräftemonitor, eben ohne Berufsausbildung. Wir gucken in der ganzen Welt und suchen nach Fachkräften. Eigentlich sind sie da, wir bilden sie nur nicht aus. Was müssen wir da tun? Also ich glaube, dass das Schwierige, also unserer Wahrnehmung ist oft, dass die Betriebe sehr hohe Herausforderungen oder sehr hohe Ansprüche stellen an die Auszubildenden. Und sie beklagen sich bitterlich, dass die Schulen und dass die das nicht mehr mitbringen. Und also sie haben im Kopf sozusagen idealen Auszubildenden, der perfekt Deutsch redet, der natürlich mindestens Realschulabschluss hat und sowas. Und die Menschen, die kommen, haben viele Bedarfe. Eigentlich muss da auch ein gewisser mentaler Change sein, dass man sagt, okay, das sind diese Menschen, die kommen jetzt, die wollen wir gemeinsam entwickeln. Ja. Und das, glaube ich, fehlt noch, diese Geduld fehlt noch. Übrigens, es ist ja auch nicht so, man sagt, man guckt überall im Ausland. Wir haben ja Studien in der Bertelsmann Stiftung, die sagen,
es gibt einen hohen Bedarf in den Unternehmen, das äußern Sie auch, aber von den Unternehmen konstant über die letzten Jahre nur 17% rekrutieren im Ausland. Also das machen Sie nämlich auch nicht. Ne? Also eigentlich jammern Sie, aber es gibt Wege. Aber auch da ist eben oft, dass Sie erwarten, dass die Leute gut Deutsch sprechen, dass sie eben doch Qualifikationen mitbringen, die hier abgefragt sind. Und ich glaube, es muss viel stärker in die Richtung gehen, wie ja auch in Schule, dass man sozusagen Talente, Potenziale entwickelt und nicht immer schon das voraussetzt und dann Hürden baut. Herr Jemers, Sie haben mal gesagt in einem Interview, Deutschland ist ein geiles Land, wenn man weiß, wie es funktioniert. So. Sind das die Bürokratiethemen, die uns an der Integration hindern? Haben wir ein Ressourcenproblem, weil Haushalte sind nicht da, Menschen sind auch nicht da? Oder haben wir ein Haltungsproblem? Ich glaube, von allem etwas. Also für mich ist das auch manchmal so absurd, die Debatten. Ich habe lange in Dortmund in der Nordstadt gearbeitet als Streetworker. Wir kriegen ja noch nicht mal, den biodeutschen Kevin aus einer, schwierigen Familie zum Laufen. Und dann wollen wir Menschen, die neu zugewandert sind, voranbringen. Also ein grundsätzliches Hinterfragen wäre mal sinnvoll. Und zu sagen, welche Rolle hat denn Schule? Was kann Schule überhaupt leisten? Wir packen da so viel rein und ist ja, also jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass es Quatsch ist. Und das zeigen ja auch Studien. Wir haben auch gar keine Erkenntnisprobleme. Wir wissen, wo die Leute sind. Wir wissen sogar, wie es geht. Das Talentscouting ist ein Beispiel, haben Sie übrigens jetzt auch bei Ihnen im Land. Das ist evaluiert. Das heißt, wir gehen hin und holen uns junge Menschen in sogenannten sozialen Brennpunktschulen, ich mag den Ausdruck nicht, oder Fokusschulen, und machen die Talente selber. Talente machen, das ist sozusagen das Credo. Und letztendlich geht's, wenn man gewisse Hürden mal beiseite schiebt und ganz frei, ich glaube, Wilhelm Tell war das, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Aber in Deutschland muss man erstmal 50 Studien lesen und dann 500 Experten fragen, bevor überhaupt was passiert. Einfach mal machen. Als wir das Talentscouting angefangen haben in Gelsenkirchen, da waren wir zu zweit. Ein Laptop und noch ein Laptop und kein Büro. Hatten aber nur einen Vorteil. Der Präsident der Hochschule hat gesagt, ich weiß nicht, was ihr macht. Hat er so nicht gesagt. Passt aber jetzt zur Dramaturgie. Macht es aber. Macht. Hauptsache, es funktioniert. Und dann war eine Schule, zwei, drei, vier. Aber was haben wir gemacht? Wir haben die Schulen gefragt, was braucht ihr? Wie können wir als Hochschule bei euch wirken? Wir haben in den Quartieren gefragt, wie können wir als Hochschule in Gelsenkirchen wirken, als Gelsenkirchener Hochschule. Und darum geht's. Die Kommunen mitnehmen, die Schulen mitnehmen, und zwar Stiftungen mitzunehmen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir 500 Schulen. Jetzt haben wir 40.000 junge Menschen. Und mittlerweile ist das ein Regelangebot in Nordrhein-Westfalen, wo das Land jährlich Geld reinsteckt mit über 26 Universitäten, wie gesagt, 500 Schulen. Und die Zahl der Schulen wird wachsen. Wir werden wahrscheinlich um die 1.000 Schulen haben. Und deswegen, ich glaube, wir haben keine Zeit, noch weiter zu diskutieren. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt kein Freund von Konferenzen, sondern einfach mal machen. So. Und wir haben eben Beispiele, wo es funktioniert. Vielleicht schaffen wir es ja auch in Schleswig-Holstein, dass wir mehr Scouts bekommen, weil die jungen Menschen warten eigentlich darauf, gefunden zu werden und gefördert zu werden. Noch ein abschließender Gedanke. Wir reden viel über Integration, aber wir haben ja gemerkt, als wir in den 1990er Jahren Kriegsflüchtlinge aus Bosnien hier hatten, die waren in den Schulen, die sind aber natürlich im großen Teil, als dann wieder Frieden war auf dem Balkan, sind sie zurückgekehrt. Jetzt haben wir die Situation mit der Ukraine. Wie viel dürfen wir dort eigentlich integrieren? Was ist eigentlich sozusagen unser Interesse, aber natürlich auch langfristig ein Interesse der Nation Ukraine? Wie können wir mit diesem Spagat umgehen, dass wir nicht wissen, wie lange bleiben die hier, wie viele bleiben hier und was sind unsere Interessen, aber wie können wir auch die Nationen der Ukraine dort erhalten? Karin Prien. Ja, das ist fast schon eine moralische Frage, ne? Weil natürlich haben wir ein großes Interesse daran, dass zum Beispiel die Lehrkräfte, die jetzt hier sind und die wir in unseren Schulen als Unterstützungslehrkräfte beschäftigen, und jetzt haben wir natürlich Programme aufgesetzt, um die jetzt voll zu integrieren und die in den deutschen Schuldienst aufzunehmen. Natürlich möchte ich, dass die bleiben. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein Braindrain für ein Land, dafür kann man ja nur beten im Moment, dann irgendwann in den Wiederaufbau gehen wird, auch keine Lösung. Ich glaube, die ersten Monate waren so, dass wir gesagt haben,
ihr sollt hier sicher sein, ihr sollt hier unterkommen, ihr sollt natürlich auch beschult werden, aber wir verstehen das. Und gerade bei den Ukrainern spürt man ja auch diesen Patriotismus und diese Leidenschaft für das eigene Land. Das kann man nur, ich finde, wenn man Deutscher ist, da kann man nur bewundernd drauf schauen. Aber so langsam, aber sicher merkt man natürlich, wenn man dann 2 Jahre hier ist und wenn die Kinder jetzt hier auch angekommen sind, wenn man selber im Beruf ankommt, es werden jetzt mehr, jetzt sind es irgendwann 30%, viele werden hier bleiben. Und ehrlich gesagt, das ist eine individuelle Entscheidung des Einzelnen. Und ich fürchte mal, dass wir ja auch noch nicht am Ende sind. Denn niemand von uns weiß, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Und bei aller Hoffnung und auch bei aller Zuversicht muss man, glaube ich, sich auch darauf einstellen, dass es vielleicht noch ein paar mehr werden, die nach Deutschland kommen. Und denen sollten wir dann zumindest das Angebot machen, bei uns zu bleiben. Ich danke ganz herzlich für diese vielen Gedanken, für auch die mutmachenden Ideen, aber auch für die nachdenklichen Dinge, die wir hier heute gehört haben. Ich glaube, alle haben jetzt Hunger und möchten gerne zum Mittagessen gehen. Und von daher übergebe ich wieder an Andreas Mattner. Vielen Dank.